Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Finanzielle Freiheit dank Kryptowährungen mit eurem Alex. Und Sonntag ist Tag des Wochenreports. Ja, ihr Lieben, heute 8. Oktober 2017. Ja, es kommt mir fast schon so vor, als ob wir uns eine halbe Ewigkeit nicht mehr gehört haben, aber heute ist es soweit. Ich hatte diese Woche wirklich nur Zeit für zwei Videos. In der kommenden Woche werden drei Videos kommen und ich werde vor allem in Zukunft auch noch ein bisschen was machen für diejenigen unter euch, die vielleicht große Schwierigkeiten haben, so den Einstieg zu finden. Wie richte ich mir eigentlich auf einer Börse einen Account ein? Wie mache ich das eigentlich mit meinen ersten Transaktionen? Und all diese Geschichten werde ich aufgreifen. Ich habe jetzt in der Zukunft etwas mehr Zeit und will vor allem auch mal so wieder ein paar Videos machen für die ja, ganz Neuen unter uns und überlege auch dazu nochmal einen zweiten Kanal zu eröffnen, wo ich dann eben so eine Art Krypto-ABC für alle nochmal preisgebe, damit diejenigen unter euch, die jetzt schon durch den Kanal die ganze Zeit oder die viel gefolgt sind und schon lange dabei sind, damit die nicht unterfordert sind, andere aber eben auch nicht überfordert sind mit den Inhalten. Und wenn euch das gefällt, schreibt mir gerne in die Kommentare und schreibt vielleicht auch gerne mal, welche Arten von Videos oder euch gefallen würden, ob es Tutorials sein sollen, ob es irgendwelche anderen spezifischen Themen behandeln soll, das Ganze. Und ja, bin ich mal gespannt, damit ich mir so einen kleinen Vorlaufplan erstellen kann, was ich denn für euch produziere. Und so können wir dann möglichst allen gerecht werden, sodass die Anfänger auch nochmal was ganz Eigenes bekommen. Ja, das waren so die Ideen. Okay. Ansonsten gehen wir heute mal in die Agenda. Wir haben einen kurzen Wochenrückblick, da schauen wir uns mal an, was mit unseren Lieblingscoins passiert ist. Danach möchte ich mit euch einmal auf das Thema zu sprechen kommen. Achtung, Scam. Scam, was ist das eigentlich? Auch ein spannendes Thema. Was ist Bitcoin Gold? Vielleicht haben die einen oder anderen von euch schon mal ein bisschen was davon gehört. Ich will jetzt mal so ein bisschen Licht ins Dunkel bringen, falls ihr wirklich nur den Namen gehört habt und gar nicht wisst, was da auf uns zukommt. Und bei der Gelegenheit auch nochmal euch entscheiden lassen, Deal or No Deal. Ansonsten gibt es zu guter Letzt die Abstimmung bzw. das Abstimmungsergebnis für den kommenden Coin Day am Mittwoch. Da gehen wir mal gemeinsam bei Twitter rein, gucken uns mal an, welcher Coin gewonnen hat und dann könnt ihr euch schon mal leise vorfreuen auf den Mittwoch, denn da werden wir dann den Gewinner-Coin werde ich verfilmen und dann zusammentragen mit euch. Ja, das Ganze machen wir heute ein bisschen interaktiv, das heißt, wir gehen zuallererst einmal auf unsere oder auf meine Lieblingsseite, ich hoffe, ihr mögt sie langsam auch, und zwar auf CoinMarketCap. Da schauen wir uns einmal an. Ich hatte euch in einem Video vor drei Wochen in etwa eine Vorhersage für Ripple gemacht. Einige meiner Freunde haben zu mir gesagt, ey, bist du sicher, dass du da so eine Vorhersage machen willst, weil nachher wird deine Glaubwürdigkeit in Frage gestellt, wenn das Ganze in die Hose geht, das Ganze. Natürlich bin ich kein Hellseher, aber ich hatte mir verschiedenste Faktoren und auch Analysen angeschaut und habe dabei festgestellt, dass Ripple meiner Meinung nach im Oktober aufholen muss. Und ich glaube, ein bisschen schon bestätigt zu haben, dass ich das nicht einmal nur so aus der Luft gegriffen habe. Ripple hat jetzt, glaube ich, seit dem 14. September roundabout 27% gemacht. Allein von gestern auf heute sind wir jetzt gerade hier bei knapp 10%, die Ripple gemacht hat. Und meine persönliche Meinung ist, Ripple wird mit Sicherheit zum Jahresende noch ordentlich Gas geben. Bestimmt auch andere Coins, aber Ripple ist in meiner persönlichen Agenda so ja einer der Coins, die ich persönlich favorisiere. Und das habe ich ja schon mehrfach durchblicken lassen. Dennoch solltet ihr euch immer selbst entscheiden, in welche Coins ihr investiert und in welchen Coins ihr Zukunft seht oder Potenzial seht. Die Top 5 sind nahezu unverändert. Bitcoin auf der 1, Ethereum auf der 2. Ripple hat jetzt deutlich klar gemacht, warum er auf der 3 steht. Und Bitcoin Cash jetzt fast im Marktcap verdoppelt oder überholt, doppelt so viel Marktcap wie Bitcoin Cash. Der hat ordentlich abgebaut in den letzten Wochen. Und Litecoin und Dash halten sich wacker wie immer auf Platz 5 und Platz 6. NEM, Neo, IOTA und Monero sind die anderen der Top 10. Ja, ihr seht, generell sieht es ganz gut aus. Wir haben momentan einen leichten, erholenden Markt. Allerdings ist doch sehr stark so die Seitwärtsbewegung jetzt gekommen. Wir alle haben uns ja so ein bisschen gewünscht nach dem schwachen Sommer der schwachen zweiten Sommerhälfte, also so Monate September, August, September waren wirklich sehr, sehr schwach und krisenreich. Haben wir ja gehofft, dass das Ganze sich jetzt schnell wieder erholt. Erholen tut es sich, aber nicht schnell. Es dauert einen Moment. Ich glaube, der größte Gewinner seit diesem Sommer-Crash oder seit dem China-Crash ist Neo. Neo hat sich jetzt wieder solide auf die 34 Dollar, roundabout 30 Euro katapultiert und sich da wieder festgesetzt. Ansonsten ist jeder einzelne Coin mit Höhen und Tiefen, also kurz und knapp, es hat sich eigentlich nicht viel zum Positiven geändert seit Sommer. Aber ich glaube daran, dass wir jetzt zumindest wieder in die richtige Richtung gehen und die Wege jetzt geebnet sind, nachdem die ganzen Krisen waren, nachdem Bans da waren, nachdem irgendwelche komischen neuen Regularien da waren, dass jetzt das Ganze so ein bisschen ruhiger wird und wir uns wieder mehr auf steigende Kurse konzentrieren können, als auf irgendwelche Gründe, warum es wieder nicht klappen sollte mit den Kryptos.
Und ich glaube, ich habe in den letzten Wochen und Monaten immer wieder merken können, wenn es gerade bergauf geht, wird es extrem gehypt. Und wenn es irgendeinen Grund gibt zum Zweifel, sind auf einmal die riesengroßen Ansagen da. Ich wusste doch gleich, Bitcoin ist eine Blase. Ich wusste gleich, Kryptos werden alle ein Invest ins Loch sein. Und naja, ihr habt alle eure eigene Meinung und ich hoffe auch, dass ihr die habt. Auf der anderen Seite, denkt daran, denkt langfristig, denkt nicht an die kurzfristigen Gewinne bei Kryptos, sondern denkt an die Ideen und an diese Dezentralisierung der Coins. Und ich glaube daran, dass das langfristig ein Riesenerfolg wird. Wir müssen nur geduldig sein und vielleicht nicht jeden Tag in CoinMarketCapital zwei, dreimal reinschauen, sondern investiert, wenn ihr es richtig machen wollt, meiner Meinung nach investiert. Habt hin und wieder im Auge, wenn es um irgendwelche speziellen Themen geht, aber sonst macht euch nicht verrückt. Das sind hier keine Wetten, die man abschließt in dem Sinne, sondern das sind Investments, die wir tätigen. Und guckt es euch einfach mal vielleicht einmal in der Woche an, einmal im Monat. Guckt euch mal an, wie sich das entwickelt und schaut euch auch immer mal wieder hier auf CoinMarketCap zum Beispiel die Tools an mit den Historical Snapshots. Guckt euch mal an, was vor 3 Monaten der Fall war. Dann guckt ihr euch einfach hier unten bei 2017 mal an, was beispielsweise im August war. Am 6. August, wo standen da zum Beispiel unsere Coins? Und motiviert euch mal damit. Da stand der Coin bei $3,200. Jetzt ist der Bitcoin wieder fast bei 4.000. Also in einem 3-Monats-Zyklus haben wir wieder fast 20% gemacht. Und so müsst ihr das Ganze betrachten. Nicht immer nur Tagesanalysen machen, sondern guckt es euch immer so ein bisschen langfristiger an. Und da gibt es kaum einen Coin, der in den letzten Monaten keine Gewinne gemacht hat. Okay, genug der Moral. Ansonsten denke ich mal, wenn ihr noch Fragen habt, schreibt ihr sie mir gerne in die Kommentare. Ich lege jetzt los und mache mit euch jetzt keine Analysen der Charts, sondern ich möchte mit euch heute direkt mal ins zweite Thema einsteigen. Was ist eigentlich Scam und wie kann ich mich davor schützen? Kurz und knapp, wollte ich mal mit euch auf Wikipedia gehen. Wikipedia und geben wir mal Scam ein. So, habe ich schon mal, ihr seht schon reingeschaut vorab. Also Scam ist im Prinzip ein Vorschussbetrug. Es wird rein rechtlich nicht ganz so schwer geahndet wie ein richtiger Betrug, aber im Prinzip ist es nichts anderes. Es geht hierbei darum, dass Menschen etwas vorgegaukelt wird, woraufhin Menschen bereit sind, gewisse Dinge zu tun, zum Beispiel zu investieren. Ihnen werden große Gewinne versprochen, ihnen werden große Vorteile versprochen und eigentlich war von vornherein klar, dass die gegenüberliegende Partei, die das Angebot gemacht hat, von vornherein die Absicht hatte, euch abzuzocken und die Idee, die erzählt wird, eigentlich gar nicht so wirklich realisierbar ist. All das sind dann sogenannte Scams, also irgendwelche Betrügereien. Und das ist natürlich momentan ein Riesenthema, gerade wenn es um die Kryptos geht und die ICOs. Das war auch politisch gesehen der Grund aus China, warum diese ganzen ICOs jetzt erstmal verboten wurden. Es wurde gesagt, es wird viel zu viel Schabernack betrieben, es wird zu viel gescammt, es wird zu viel betrogen und der Verbraucher kann sich gar nicht mehr sicher sein, ob er da in eine Seifenblase investiert oder in ein richtiges Investment. Es mag durchaus richtig sein, das ist aber auf der anderen Seite kein Grund, dass man jetzt alles reguliert, sondern man hätte es vielleicht ein bisschen einfacher regeln können. Aber gut, unterm Strich ist es so, Scams sind also Betrügereien und keiner von euch weiß eigentlich am Anfang, ob einer der ICOs, der jetzt stattfindet, wir gehen mal in den ICO-Kalender, ob das wirklich jetzt ein Scam ist oder nicht, das stellt sich ja leider immer erst später heraus. Keiner wird jetzt sagen, übrigens Leute, ich habe jetzt hier eine Betrügerei vor, ich habe einen Coin, der extrem dafür gedacht ist, dass hier alle reinfällt, sondern es ist immer so eine Geschichte des Vertrauens. Und ihr seht jetzt hier auf tokenmarket.net, seht ihr mal die nächsten ICOs, die nächsten Coins, die auf den Markt kommen. Einige von denen sieht man manchmal auf Werbebannern, wie zum Beispiel bei CoinMarketCap. Da sehen wir hier Engine Coin macht gerade Werbung hier. Oder auch hier ein Coin, irgendwie ein Hybrid-Exchange. Also ihr seht, es wird viel Werbung gemacht. Es gibt also ICOs, die haben sehr viel Marketingkapital. Es gibt aber auch ICOs, von denen hat man eigentlich noch gar nichts gehört. Zum Beispiel hier von Enrise habe ich jetzt noch nie was gehört. Starbase, also ihr seht sehr, sehr viele. So, jetzt ist es natürlich schwierig für Leute wie uns, die jetzt vielleicht auch technisch nicht so viel Ahnung haben von Coins, zu wissen, was ist gut und was ist schlecht. Und ich will euch heute mal so ein paar kleine Regeln mit an die Hand geben, worauf ihr achten solltet, wenn ihr euch denn an ICOs herantraut. Also das Erste und Wichtigste von allem ist, ihr müsst immer ein gutes Bauchgefühl haben und investiert bitte nicht blind in irgendwelche schönen Werbebanner, sondern investiert in eine Idee, von der ihr überzeugt seid und guckt euch dazu immer, wenn ihr zum Beispiel auf einen Coin geht, hier, wir gehen auf BitJob, da könnt ihr hier zum Beispiel mal die Homepage von BitJob anschauen. Dann kriegt man ja schon mal so einen Eindruck. Man sieht jetzt, okay, da gibt es auf jeden Fall schon mal eine Seite, die erreichbar ist, das ist schon mal die halbe Miete. Und wir sehen, dass die Seite auch aufgebaut ist in verschiedenen Sprachen.
Es gibt ein Video, es gibt hier sogar schon Referenzen und. Und jetzt könnte man sich da so Stück für Stück durchhangeln und sich eben so ein bisschen anschauen, wer sind die Leute, die dahinter stecken. Hier gibt es zum Beispiel Rubrik Team. So, dann gucken wir uns mal das Team an. Jetzt sehen wir hier die Namen des Teams und jetzt gehen wir mal davon aus, oder es ist in diesem Fall so, dass ich keinen von denen bisher kennengelernt habe. Ich kenne die alle nicht. Es sind also keine renommierten ICO-Geher, wo ich sage, wow, die haben schon 10 ICOs gemacht. Das würde bedeuten, wenn ich jetzt wirklich vorhabe, Geld zu investieren, dann müsste ich mich jetzt erst einmal kurz schlau machen, wer sind diese Leute, aus welchem Land kommt dieses Unternehmen, wo sind deren Mehrwerte im Vergleich zu anderen Dingen und welche Idee verfolgen sie. Nur wenn ich all das erstmal mit einem guten Bauchgefühl beantworten kann, dann macht es Sinn, da weiterzumachen. So, und ansonsten ist wichtig, die Idee dahinter, ist die schon realisiert? Also gibt es zum Beispiel das Unternehmen schon mehrere Jahre und nur jetzt fangen sie an, in die Kryptowelt einzutauchen, um da vielleicht nochmal zusätzliches Geld zu kapitalisieren? Oder aber ist es eine Idee, die gerade noch in der Theorie ist und mit dem Geld, das ihr jetzt investieren sollt, erst in Schwung gebracht werden soll? So, und wenn es das Zweite ist, und das sind viele ICOs aktuell, die eigentlich erstmal euer Geld brauchen, um zu starten, dann muss man sich natürlich erst recht die Frage stellen, glaubt man daran, dass die das denn mit dem Geld schaffen, ihre Idee wirklich eins zu eins so umzusetzen? Oder ist es vielleicht gar nicht möglich im aktuellen Markt, weil zum Beispiel die Leute noch gar nicht bereit sind für so eine Revolution? Und das ist die zweite Frage, die ihr euch stellen müsst. Ist dieses Produkt schon in der Schwebe? Ist es noch in der Schwebe oder ist es schon realisiert? Gibt es vielleicht sogar schon ein greifbares Produkt? Und nur wenn ihr das beantworten könnt mit einem guten Bauchgefühl, dann macht es Sinn, auch da wieder weiterzugehen. Und hier sind immer die Roadmaps ein guter Hinweis bei so etwas. Ihr seht also, das Konzept wurde im November 2016 wohl vorgestellt oder entwickelt. Dann gab es Forschungen in Form von Marktforschung oder wie auch immer, dass man sich schlau gemacht hat. Dann irgendwann gab es eine Art Businessplan und dieser Businessplan nennt sich in der Kryptowelt immer White Paper. Und es wurde dann eben Stück für Stück alles Mögliche hier angegeben, was wann passieren soll und ein ganz klarer roter Faden. Wenn ihr den nicht findet, ist es schon mal ein Indiz dafür, dass da irgendwelche Leute sitzen, die vielleicht noch gar nicht so richtig langfristig denken und planen. Und das würde mir dann wieder zu denken übrig lassen. So, also wenn es kein fertiges Produkt gibt und ihr das Team gar nicht kennt und auch noch nie irgendwie von denen gehört habt, würde ich euch empfehlen, erst einmal die Finger davon zu lassen. Wenn es schon ein fertiges Produkt gibt, wenn es das Unternehmen vielleicht schon mehrere Jahre gibt und wenn da vielleicht sogar Leute involviert sind, Tippgeber, irgendwelche Berater oder auch Leute direkt drin, dann würde ich euch zum Beispiel empfehlen, näher darauf zu schauen. Und ein Gegenbeispiel zeige ich euch mal jetzt hier, der leuchtet so schön, Engine Coin. Engine Coin ist ein ICO, für den ich mich auch interessiert habe oder interessiere. Hier geht es darum, dass eine Firma der Meinung ist, es gibt so viele Spiele auf der Welt, Online-Games, wo Items ausgetauscht werden und verkauft werden von beispielsweise Google Play Store oder von Apple Store. Und da kann man dann In-App-Käufe tätigen und diese Teile hat man dann auf seinem Handy, auf dem Server gespeichert. Und wenn ihr dann in eure Online-Welten geht, dann seht ihr, ihr habt die Items da gespeichert. Problem ist, theoretisch könnten diese Server down gehen oder jemand könnte euch irgendwie hacken und euch die Dinger stehlen. Das heißt, euer Spielstand könnte jederzeit beendet werden oder eure Items könnten gestohlen werden. Und dieses System ist so aufgebaut, dass man sagt, man möchte eure Items schützen, indem man die auf die Blockchain bringt und somit eben Dieben es unmöglich macht, eure Items zu stehlen. Außerdem können auch Menschen ohne ein Play Store und ohne ein Apple Store miteinander kommunizieren und können zum Beispiel untereinander ihre Schwerter verkaufen, ihre Elixier verkaufen und so weiter. Das heißt, wir haben eine riesen Community, wir haben eine coole Idee und ich glaube daran, jetzt in diesem Fall zum Beispiel, dass sowas sich durchsetzen könnte. Ich weiß, dass es eine riesengroße Lobby ist, die Game-Industrie, und ich glaube auch daran, dass jeder von euch schon mal irgend so ein Spiel angezockt hat. Also hat man noch eine große Zielgruppe. Was aber auch hier entscheidend ist, ist das Team. Hier sieht man zum Beispiel, das sind irgendwelche Russen, glaube ich, die ich wirklich noch nie vorher gehört habe. Die haben mich also noch nicht wirklich beeindruckt. Das wäre das gleiche Problem wie bei dem eben. Aber hier sehen wir jetzt zum Beispiel hier Antonio Daurio. Antonio Daurio ist eigentlich für euch wahrscheinlich auch jemand, den ihr noch nie gehört habt. Ich habe aber schon mal seinen Namen vorher gehört. Und dieser feine Herr ist einer der Gründer von Ethereum. Und neben Vitalik Buterin ist er einer der Gründer von Ethereum. Und ihr wisst ja selber, wie erfolgreich Ethereum geworden ist. Das heißt, da sitzt auf jeden Fall schon mal jemand mit im Boot, der schon mal erfolgreich war mit einem Projekt und der vermutlich auch genau weiß, worauf es ankommt bei so einem Projekt. Und das könnte jetzt mir persönlich ein besseres Bauchgefühl geben, als wenn ihr euch auf irgendein ICO spezialisiert oder euch mit irgendein ICO interessiert, wo es solche Arten von Menschen nicht gibt. Denn da würdet ihr eigentlich blind in irgendein Team vertrauen, das noch nie irgendwelche Errungenschaften hat. Und das sind so Themen, worauf ihr achten solltet, damit ihr eben nicht in die Falle lauft, dass irgendwelche Leute euch das Blaue vom Himmel versprechen
und am Ende das Projekt einfach sinnlos ist. Ja, und das sind so meine Hinweise an euch, um Scams zu vermeiden, um darauf zu achten, dass ihr nicht in solche Betrügereien fallt. Und die Betrügereien, die aufgeploppt sind, sind jetzt hier zum Beispiel mal ein paar. Die 5 Kryptowährungs-Scams, die so wirklich publik waren. OneCoin war einer der Coins, LCF-Coin, Centurion-Coin, Earth-Coin, S-Coin und so weiter. Alle haben das gleiche Prinzip. Eine geile Idee, die versprochen wird. Es wird gesagt, wir werden euch alle reich machen, so ungefähr. Ihr müsst nur ein bisschen Geld investieren, damit wir das Projekt voranbringen können. Wir haben auch schon ganz tolle Ideen. Wir brauchen nur noch ein paar Euros und dann geht's los. So, und unterm Strich haben sich dann die Leute, nachdem dann diese ICO war, nachdem die Gelder geflossen sind, aus dem Staub gemacht. Das Projekt wurde eingestampft und die Leute ab nach Rio mit dem Geld und tschüss. Problem ist nur leider, ich habe euch am Anfang gesagt, rein rechtlich ist das nur ein Vorschussbetrug und kein wirklich schwerwiegender Betrug, der jetzt zum Beispiel mit Gefängnisstrafen geahndet wird, zumindest Stand heute. Und somit ist es leider so, dass diese Scams und die Strafen, die dahinter stehen, die Leute nicht schockieren und somit leider immer mehr Leute diese kriminellen Energie entwickeln und euch immer abgewiefter irgendwelche tollen ICOs präsentieren und tolle Marketingbudgets nehmen. So, und da sollt ihr sehr vorsichtig sein, deshalb immer darauf achten, passt das Team, passt die Idee, gibt es ein Produkt dazu, habe ich ein gutes Bauchgefühl bei der ganzen Sache und dann denkt dran, verschwendet oder investiert nie euer Geld, das ihr vielleicht gar nicht habt, sondern nehmt nur das Geld, was wirklich über ist und nehmt nicht den Rest eurer Miete oder eurer Mietrücklage, damit ihr in irgendwelche ICOs investiert. Okay, das war's damit. Ich verlinke das Ganze wie immer nochmal für euch und jetzt kommen wir zum nächsten Thema. Bisschen kürzer gefasst jetzt das Thema Bitcoin Gold. Was ist das überhaupt? Ihr habt mitbekommen, dass im August gab es eine sogenannte Skalierungsdebatte bis dahin, wo es darum ging, Bitcoin ist zwar schön und gut, aber mittlerweile ist Bitcoin zu langsam, Bitcoin ist nicht groß genug in den Blöcken und wir müssen was ändern, damit mehr Transaktionen durchgeführt werden können. Das gleiche soll jetzt nochmal passieren, denn damals gab es die Lösung, es gibt Bitcoin Cash als Alternative. Es wurde also aus einem Coin quasi ein zweiter Coin bei einer Gabelung, bei einem Fork. Und dieser Coin ist heute Bitcoin Cash und läuft parallel vom Bitcoin. Haben also beide den gleichen Ursprung, aber gehen jetzt beide ihren eigenen Weg. Cool war damals, jeder von euch, der einen Bitcoin hatte, hat kostenlos in dem gleichen Wert ein Bitcoin Cash bekommen. Also habt ihr quasi kostenlos Geld geschenkt bekommen. Und dadurch, dass der Bitcoin Cash sich jetzt gewisserweise angehäuft hat hier, wir sehen erst bei $355, nehmen wir an, ihr hattet 2 Bitcoin tapfer auf eurem Account, auf eurem Private Wallet oder auf eurem Private Key gespeichert und dann habt ihr einfach mal so ungefähr $700 jetzt geschenkt bekommen. Eine coole Nummer, das motiviert natürlich viele, dass man kurz bevor so ein Fork ist, dass man schnell möglichst viel von seinen Altcoins in Bitcoin investiert und das machen auch viele und genau das ist der Grund, warum sich jetzt auch viele für Bitcoin Gold interessieren. Bitcoin Gold wird nämlich jetzt neben dem Fork von Bitcoin Cash der nächste Bitcoin Fork, den wir haben werden. Und zwar wird der am 25. Oktober, also nicht mal mehr 3 Wochen, 2 Wochen sind es in etwa, dann wird Bitcoin Gold sozusagen an den Markt gehen und seine Trennung vom Bitcoin durchführen. Und das wiederum bedeutet wieder, all diejenigen unter euch, die Bitcoin halten werden, Bitcoin Gold umsonst bekommen. Und das ist diesmal nicht ganz so wie bei Bitcoin Cash, da war es ja 1:1 gedacht, sondern jetzt wird es so sein, dass ihr dann eben 0,8 mal das bekommt, was ihr eigentlich an Bitcoin habt. Also habt ihr meinetwegen 10 Bitcoin, bekommt ihr 8 Bitcoin Gold. Wie viel die dann wert sind, entscheidet dann wieder der Markt und die Akzeptanz. Die Idee, warum sowas überhaupt gemacht wird, ist nicht nur, damit wir ein Geld geschenkt bekommen, sondern das Unternehmen, das dahinter steckt, in diesem Fall ist einer der größten Miner in China bzw. Hongkong. Und dieser große Miner sagt, Bitcoin hat ein riesengroßes Problem, unabhängig von den Blockgrößen, ist Bitcoin leider immer mehr in der Gewalt der Leute, die minen. Die Miner haben immer mehr Macht und es gibt immer weniger große Miner, die immer mehr Bitcoin schürfen, immer mehr Bitcoin verwalten und das sorgt dafür, dass diese Dezentralisierung deren Meinung nach immer weniger dezentral wird. Im Prinzip sind die Miner später zentrale Institutionen, die den Bitcoin verwalten und die den Bitcoin minen und somit haben sie zu viel Macht. Und das liegt ganz einfach an dem Algorithmus, auf dem der Bitcoin basiert. Ich will nicht zu technisch werden, aber mit Bitcoin Gold will man diesen Algorithmus stark verändern und damit will man es sozusagen schwieriger machen, dass sich wenige große Miner den größten Teil vom Kuchen sichern. Und diese Idee, die verfolgt Bitcoin Gold, wird allerdings sehr zwiespaltig gesehen. Es ist leider so, dass das Team nicht ganz so unvorbelastet ist. Es wird die Internetseite in Frage gestellt. Es gab schon jede Menge Shitstorm. Und es ist nicht so ein reibungsloses Ding wie bei Bitcoin Cash.
Deshalb warne ich euch von vornherein, jetzt einfach nur blind alles in Bitcoin zu investieren, damit ihr irgendwelche Bitcoin-Gold bekommt, sondern beschäftigt euch tiefgründiger mit dem Thema. Nur ihr solltet wissen, ab 25. Oktober wird es diesen Fork geben und ab 1. November in etwa werdet ihr dann plötzlich auf den Börsen Bitcoin-Gold sehen. Hier der Artikel wird noch mal ein bisschen was dazu erzählen. Abkürzung wird sein BTG. Und ihr könnt euch auch gerne hier so ein YouTube-Video verlinken, das euch das nochmal erklärt. Aber im Großen und Ganzen, glaube ich, habe ich euch jetzt so ungefähr eine Idee davon gegeben, was Bitcoin Gold ist und warum das momentan so publik ist und warum so viele davon sprechen. Wenn ihr dazu Fragen habt, gerne in die Kommentare. Wenn ich was falsch erklärt habe oder irgendwelche Infos vielleicht vergessen habe, die für euch wichtig sind, schreibt sie mal gerne rein, damit ich auch ein bisschen schlauer werde. Und ansonsten soll es das jetzt zu Bitcoin Gold gewesen sein. Ja, als letztes haben wir eigentlich dann nur noch offen, dass wir uns gemeinsam einmal anschauen, was ist eigentlich bei der Abstimmung herausgekommen und was wartet auf uns am kommenden Mittwoch beim Coin Day. Erst einmal die kleine Hürde, die wir gehen wollten. Wir waren bei knapp 160 Followern am letzten Mittwoch und ich habe mir gewünscht, dass wir bis heute bei 200 stehen. Gratulation an euch alle und vielen, vielen Dank für eure Unterstützung. Wir sind jetzt bei 202 Followern, bin ich sehr froh drum. Und ich habe mich bemüht, diese Woche wieder viele, viele neue Tweets preiszugeben, die euch interessieren können. Die Umfrage wurde immer mal wieder gepostet. Auch hier, was ist Lisk, habe ich ein schönes Video für euch gefunden, falls ihr euch dafür interessiert. Und ansonsten könnt ihr euch immer mal wieder hier bei Twitter reinlesen. Hier die Abstimmung. Wir sehen also, die Abstimmung ist nun vorbei. Sie läuft zwar offiziell noch 3 Tage, aber ich habe mir vorgenommen, bis Sonntag möchte ich ganz gerne mich vorbereiten können, damit ich dann am Mittwoch ein richtig schönes Video machen kann. Und jetzt auch persönlich schön für mich, denn ich bin ja ein Ripple-Sympathisant. Ripple hat tatsächlich gewonnen. Herzlichen Glückwunsch an Ripple XRP. Herzlichen Glückwunsch an all diejenigen unter euch, die für Ripple gestimmt haben. 86 Votes dieses Mal. Hervorragend. Ich finde es cool, dass ihr euch alle so schön mit einbringt. Und ihr merkt auch, ich mache wirklich dann auch das Video, was ihr euch wünscht, was die Masse sich wünscht. Und die nächsten Vorschläge, also der Grund, warum ich jetzt diese 4 Vorschläge gewählt habe, war, dass ihr nach meinem letzten Wochenreport verschiedene Coins angegeben habt. Und das waren so die, die ich am allerhäufigsten in den Kommentaren gelesen habe. Und es gibt immer 4 zur Auswahl. Und ich bitte auch heute wieder am Ende dieses Videos, wenn ihr Lust habt, in die Kommentare zu schreiben, welche Coins ich in die nächste Umfrage mit aufnehmen soll. Heute Abend, so ungefähr ab 22, 23 Uhr, spätestens aber am Montag früh, seht ihr dann immer die Abstimmung auf Twitter. Und da könnt ihr dann das Ganze einfach schön abstimmen und euch mal überraschen lassen, was dann beim nächsten Mal am Coin Day kommt. Ja, der allerletzte Hinweis für heute ist der, dass ich jetzt geplant habe, nachdem viele von euch mich gefragt haben, hey, Twitter ist jetzt nicht so unser Ding, habe ich auch vollstes Verständnis für, aber ich möchte natürlich auch ganz klar auch immer aktiv sein und zum Beispiel Facebook ist eigentlich sehr aufwendig. Ich hatte in den letzten Wochen sehr wenig Zeit, aber ich werde mir in den nächsten 2 Wochen die Zeit nehmen, einen Facebook-Account zu erstellen. Dort werde ich dann die gleichen Dinge, die ich jetzt bei Twitter angebe und anbiete, auch bei Facebook anbieten, sodass wir uns schön breit aufstellen. Und ich überlege mir eine Telegram-Gruppe, also so ähnlich wie WhatsApp gibt es auch ein Programm, das nennt sich Telegram. Das werde ich dann aber auch nochmal in Ruhe erklären, eine Telegram-Gruppe zu erstellen, wo ich euch dann einlade und auch dagegen immer wieder neue Sachen posten werde, Gruppeninteressen auch vertrete, dass ihr mir mal schreibt, was interessiert euch oder habt ihr irgendeinen coolen ICO oder so, dass man sich den mal ganz gemeinsam anschaut und wir in einer Gruppe mal analysieren. Und da bin ich mal gespannt, was noch so kommt. Ja, wichtig ist mir natürlich, dass ihr weiterhin schön abonniert. Wir sind jetzt bei 3000 Abonnenten. Vielen, vielen Dank. Macht gerne ein bisschen Werbung in eurem Umfeld, wenn ihr sagt, das gefällt euch hier alles. Und ansonsten ist das allerletzte, glaube ich, noch für euch, einen richtig geilen Abend zu wünschen. Die Portfolios, die ich euch versprochen habe, sind in Arbeit. Da werde ich euch nochmal Stück für Stück erklären, wie die aufgebaut sind und was ich da reinbringe. Da werde ich dann meine Lieblingscoins und meine persönlichen Tipps oder Tricks, die ich so benutze und welche Portfolios ich so gut finde, werde ich für euch zusammenstellen, auch genau erörtern, warum. Die werden ungefähr Mitte November kommen. Und wenn ich die habe, könnt ihr die dann bei mir erwerben. Da freue ich mich schon drauf. Da gibt es tolle Tipps für den Rest des Jahres. Und ansonsten habe ich jetzt genug geredet. Wünsche euch einen richtig, richtig geilen Abend. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Bis bald. Ciao.